bleibt dabei. Das Schlimmste wäre eigentlich, wenn sie es theoretisch, oder eigentlich wäre es ja cool, aber es wäre, wenn sie jetzt einfach ankommen würden und sagen, so, nächste Woche Release der Steam-Version. Zum einen bräuchte ich relativ kurzfristig dann Urlaub. Müsste das halt relativ kurzfristig hier auch privat abklären. Und ich müsste relativ zeitnah mal die ganzen Streams, die ich ja jetzt habe, sozusagen mal in Folgen packen für YouTube, weil ich da jetzt ein paar Folgen zurückliege. Ich komme derzeit zu nichts. Aktuell bin ich. Ja, das habe ich sowieso geplant. Gut, auf der anderen Seite muss man immer sagen, okay, streamen zu Release ist meh. So. Weil das spielen alle. Ich weiß, dass aktuell, glaube ich, bei Wimworld so ein Hype ist, weil die ein DLC jetzt bekommen oder gerade gekriegt haben. Ja, hat ein Bekannter erzählt, der spielt halt Wimworld. Ich weiß nicht, warum er nicht stattdessen Warforged spielt, aber ist egal. Und der sagt jetzt irgendwie im Zusammenhang mit diesem DLC, scheinen alle seine Streamer halt jetzt Wimworld zu spielen. Das etwas Ähnliches sehe ich halt auch bei Warforged. Alle Streamer, die sonst mal irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise mit Warforged zu tun hatten, werden es direkt anschmeißen am Release-Tag. Nicht, dass ihr dann zu jemand anderem geht. Ich werde alle anderen Streamern parallel hier auf irgendwelchen Monitoren aufhaben und gucken, ob ich auch nur einen von meinen Zuschauern dort kommentieren sehe. Wenn ich das mitkriege, wird er gebannt. Nein. Ich weiß, also jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, Gerogon hat ja damals, glaube ich, für die deutsche Community Dwarfortress viel gespielt und mit seinem Let's Play ist auch sehr vielen nahegebracht. Gerogon wird natürlich auch sofort, wenn die Steam-Version rauskommt, diese auch streamen. Und er wird es wahrscheinlich dann genauso machen und so viel streamen wie möglich bei Release, einfach weil er Bock drauf hat. Genauso wie ich halt. Und ich mag eigentlich ungern mit ihm in Konkurrenz treten. Weil ich ihn selber eigentlich auch ganz cool finde. Aber das ist das Problem, wenn man an Release-Tagen was spielt. Theoretisch ist jeder andere Streamer ist plötzlich dein Feind. Jeder klaut dir deine wenigen Zuschauer. Ja, es ist theoretisch ganz schlimm. Eine Woche nach dem Release von Warforged spielt das erstmal wieder keiner mehr. Oder nur noch die, die es vorher eigentlich auch schon intensiv gespielt haben. Ich sehe es ja, wenn ich die Leute irgendwie weiter raide und so weiter. Sehr viele, also die paar, die überhaupt Warforged streamen. Ich scheine gefühlt der einzige Deutsche zu sein, der es aktuell macht, weil ich ja euch dann immer zu irgendwelchen Amerikanern oder letztens auch mal zwischendurch mal zu einem Franzosen weitergeleitet habe, weil deutschsprachig ist da wohl nichts. Einer aus Liechtenstein war letztens bei der Konto, der hat das halt auf Deutsch gemacht. Das war es dann aber. Ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ja, die Spielerschaft ist sehr klein und die Zuschauerschaft auch. Dwarfortress zieht halt nicht. Das wird zu Release wahrscheinlich erstmal anders werden, weil viele neugierig auf die Steam-Version sind. Ich kenne einige Leute, die neugierig auf die Steam-Version sind, weil sie das Spiel sozusagen, wie es jetzt ist, nicht spielen wollen, die Idee dahinter aber total cool finden und deswegen auf die neue Grafik warten. Und dann wird es einmal den Hype geben. Dann werden viele, die sich jetzt von der Grafik abgeschreckt haben lassen, es wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Sich dann vielleicht von der Komplexität abschrecken lassen, weil ich jetzt noch nicht genau abschätzen kann, wie das nachher ist mit den Menüs und diesem Ganzen. Ob die Steuerung und sehr viel einfacher wird und das Verständnis für das Spiel somit auch einfach ist. Also die Lernkurve ein bisschen abgeschwächt wird. Das wäre dem Spiel zu wünschen. Wenn das aber nicht so stark ist, werden auch viele Leute, die die ersten ein, zwei Wochen gehypt sind,
halt dann auch wieder abspringen und dann bleibt nachher nur der alte Kern wieder über, der auch vorher schon war, Fortress gespielt hat. Das ist das, was ich schade finden würde. Das ist, glaube ich, auch das, was die Entwickler befürchten, weswegen es doch dauert. Einfach weil sie sehen, so von wegen, sie haben jetzt nur einmal die Chance, Dwarf Fortress über Steam richtig zu vermarkten. Wenn sie das nicht schaffen, dann war es das. Also für viele. Ich gehöre auch zu denen, die leider spielen, relativ selten eine zweite Chance geben. Also zum Beispiel hier No Man's Sky und so weiter war ja ganz einfach, das war ja eins meiner wenigen Refunds bei Steam. Soll jetzt unglaublich gut sein und viel Spaß machen und die haben das wohl alles hingekriegt über die letzten Jahre und es ist super und probier's doch mal aus. Nein. Kann ich nicht. Starbase zum Anfang ja gespielt, hatte ich auch mal gestreamt, hatte ich auch zusammen mit den beiden Bekannten gemacht. War halt extrem grindig. Soll jetzt auch mehr das geworden sein, was einem von Anfang an versprochen wurde. Aber durch das ganze Grind hatte ich da einfach keine Lust mehr drauf. Und ich glaube, das Spiel wird mich leider auch nicht wiedersehen, selbst wenn es irgendwann das Potenzial erreicht hat, was vorher angekündigt war. Irgendwie habe ich es mit nur bei wenigen Spielen, dass sie eine zweite Chance von mir kriegen. Dwarf Fortress war eins. So. Menschen noch da? Menschen noch da? Aber noch keine Bienen, ne? Ich weiß halt nicht, ob sich der Hive ändert. Ja, es war halt ein Spiel, wo selbst Steam nachher gesagt hat, ihr dürft selbst dann zurückgeben, wenn die Spielzeit länger als diese 2 Stunden sind. Es ging gar nicht. Eins meiner schlimmsten Steam-Leichen ist dann eigentlich wirklich Cyberpunk. Die ersten Stunden dachte ich mir auch, ich weiß gar nicht, warum sich alle Leute aufregen. Bis ich dann plötzlich Missionen hatte, die ich mal nicht so spielen konnte, wie sie zu spielen sein sollten und mehrere andere Bugs und habe ich es zur Seite gelegt und habe es nie wieder angefasst, auch wenn es jetzt wohl doch spielbar sein soll. Ist egal, das Spiel hat keine Chance mehr gekriegt, fertig. Und das ist halt ein Vollpreistitel, was mich am meisten aufregt, aber ich kann mich nicht dazu durchringen, es nochmal zu spielen. Es funktioniert einfach nicht. Ich mache mir da auch ein bisschen nachher Sorgen bei KSP2, weil Kirby Space Program ist immer noch ein grandioses Spiel. Was, wenn sie den zweiten Teil versauen? Den will ich mir direkt zur Release auch holen. Und wenn sie, oder von den Release von dem Early Access, aber wenn sie das auch versauen und ich dann keinen Bock mehr auf Kirby Space Program hätte, dann wäre ich voll traurig. Nach 50 Stunden vom Patch, okay, das ist hart. Also ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Stunden gespielt, bis ich wegen den Bugs keinen Bock mehr hatte. Ich bereue es wegen dem Geld, das ich da reingesteckt habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich drin habe, müssen weniger sein. Moment mal. Sieht das schön, ich kann das ja nachgucken. Ich habe bestimmt noch weniger da drin rumgebracht. So, wo haben wir es denn hier? Cyberpunk, wo bist du denn da? Ich habe dich gespielt. Ach doch, 9,3 Stunden. Mensch. Und wie gesagt, nicht angefasst. Es ist halt Vollpreistitel. 60 Euro oder was hat es zu Release gekostet?
Das ist dann einfach traurig. Wenn man sich ein Indie-Game holt für 20 Euro, das 5 Stunden spielt und dann keinen Bock mehr hat, ist das schon bescheiden. Aber bei sowas ist es einfach nie. Es gibt theoretisch genug andere Spiele. Die haben ihr Geld gekriegt, die können glücklich sein, es kann denen auch egal sein, ob man es noch spielt oder nicht. Ne? Es wurde ja verkauft. Aber, ach ja. Was will man machen? Vampire Survivors sagt mir gar nichts. Ich weiß, dieses andere komische Vampirspiel, das vor ein paar Monaten mal gehypt war. Das hat, glaube ich, auch jeder gespielt. Da habe ich reingeguckt. Auch so ein ganz räudiger Grinder. Ah, wie hieß denn das nochmal? Das ist auch in Refund gegangen. Wollen wir da irgendwie, keine Ahnung, Rohstoffe sammeln, um seine eigene Burg zu bauen, so ungefähr? Ich weiß nicht. Nee, Grinder ist nix. Ja, genau, Rising, richtig, das war's. Das ist auch in Refund gegangen. Viele Leute haben es abgefeiert, ist alles okay. Mich hat's überhaupt nicht abgeholt. Also das schöne, Geschmäcker sind halt auch verschieden, ne? So lange habe ich nicht. Die Statistik wirst du bei mir auch nicht sehen, weil nach dem Refund weiß man das nicht mehr. Der schleppt doch schon wieder. Da ist doch schon wieder diese verdammte Leiche. Hat er die jetzt aus dem Dump geholt? Ist doch nicht wahr. Wenn die gleich unten wieder auf irgendeinem Grab liegt, muss ich diese Leiche verbieten. Das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt hier... Ich warte mal, bis er hier unten ist. Kann ich die Sachen auch verbieten, während er sie trägt? Ich glaube nicht, ne? So, kann ich jetzt dein Inventar verbieten? Nein. Was habe ich jetzt? Da ist ganz viel Blut drauf. Du bist jetzt... Warte mal. Description. Du bist eine Leiche. So. Dich verbiete ich jetzt. So. Lass die Leiche liegen auf dem Weg. Einfach fallen lassen. Wo bist du denn jetzt? Weg. Könnte ich anfangen, die ganze Zeit die Leichenteile immer noch hin und her zu tragen? Ich sollte arbeiten. Da lobe ich mir eher die Spiele, die man immer wieder hervorkramt. Ein paar Stunden spielt. Keine Ahnung, eine Runde abschließt, so ungefähr. Und das einfach regelmäßig macht, weil das Spiel einfach immer schön ist. Das sind aber dann meist sozusagen die, die man durch seine rosarote Retro-Brille sieht, weil man die früher cool fand. Tut sich heute dann auch keiner an. Bei mir sind das ja so hier die Titel hier Mad TV und Colonization. Das, die sind bei 30 Jahre alt. Also Mad TV ist schon über 30 Jahre alt. Colonization wird bald 30. Und die kommen immer noch mal wieder raus bei mir. Ich kenne wenige andere Spiele, die schaffen mich nach Jahren noch zu begeistern. Aber das ist, wie gesagt, das ist halt Kindheit, das ist was anderes. So. Wo kommen jetzt eigentlich die ganzen Hühnchen her? Wir hatten ewig keine Küken und jetzt platzt wieder unser ganzes Lager da, ne? Was macht eigentlich die Milch? Zählt Milch jetzt eigentlich auch als Getränk? Prozess Pflanzen. Dann sollst du die Pflanzen prozessieren. Du solltest melken. Wir brauchen Milch. Trinken. 1380. Also trinken funktioniert jetzt.
Küche. Wir haben Pigtails, wir haben Pigtail Seeds, wieder ein weniger als vor. Verstehe ich nicht. Ach, weil wir wieder angepflanzt haben. Pigtails, Pigtails. Plump Helmets will keiner. Warum nicht? Ist das Feld irgendwie kaputt? Wenn ich zum Beispiel sage, wir machen erstmal so und dann sagen wir jetzt so Plump Helmets. Wir können auch Plump Helmets sagen für die ganze. Warte, also mach mal so für die ganze. All Seasons, gehen wir wieder hoch und machen Plump Helmets All Seasons. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So. Ich würde dann, dass es schon wieder nach 10:30 ist und ich morgen auch wieder relativ früh raus muss. Ich habe eine unglaublich anstrengende Schulung diese Woche. Voll nicht meins. Würde ich jetzt, wie gesagt, den Stream heute schon aufhören. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich Sonntag hinkriege. Ich schaue gleich mal, ob irgendjemand online... Nee, warte mal. Ich glaube, ich mache das heute mal ganz anders. Warte, ich gehe mal kurz gucken. Nee, ist nicht da. Okay. Ich wollte gerade mal gucken. Ich wollte euch gerade zu einem Bekannten schicken, aber der streamt gerade nicht. Da ist schon wieder eine Leiche. Egal. Hoffe ich, denke ich, das nächste Mal dran. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr da wart. Wie gesagt, ich versuche Sonntagabend wieder zu streamen, auch wenn danach sozusagen frei ist und mit Familie und so weiter, aber das wird klappen. Wir arbeiten dann weiter da, nicht immer kleiner machen, Mensch. Daran, dass wir die letzten Käfige rankriegen, dass wir hoffentlich entweder, Sonntag wahrscheinlich nicht, dass wir darauf den Mittwoch in die Viecher freilassen können, um die Dämonen zu bekämpfen. Bis dahin werden wir vielleicht da draußen irgendwann die Menschen los. Wofür müssen wir die Dämonen irgendwie an die Oberfläche kriegen? Die können fliegen. Ich hatte gerade überlegt, man lässt sie nach draußen. Man gräbt irgendwo von draußen einen Schacht runter und lässt die Dämonen darüber raus. Das geht doch. Wie kriege ich aber meine Festung sicher? Dann theoretisch gar nicht. Außer ich überdache halt. Ich überdache das alles. Ich überdache das alles. Ich brauche nur das hier oben überdachen, sozusagen. Dann kommt hier ein kleiner Refuse-Stockball hin, Brücke hoch. Dann haben wir das hier dicht. Dann lassen wir hier die Dämonen raus. Dann haben wir die draußen in der frischen Luft. Freiluftdämonen. Ab dem Moment können wir aber nie wieder raus, um unser Totenbeschwörerbuch zu holen. Das ist eine schlechte Idee. Wir überlegen uns da was. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.